Biggs, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Luft habe ich schon. Und verschieben geht nicht. Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Luft habe ich schon gekauft beim letzten Mal. Ist auch schon ausgerüstet. Irgendwas wollte ich sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte Barrett nicht reinquatschen. Egal. Fällt mir schon wieder ein. Oder es war nicht so wichtig. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Final Fantasy 6, 7, 8 assoziiere ich irgendwie immer mit Zügen, schreibt Metatron. In welchem Final Fantasy? Das ist aber noch eins von den älteren, glaube ich, oder? Also ich meine, ist halt von den Älteren, aber ja, ja, älter als 6 auf jeden Fall. Kämpft man denn wirklich gegen den Zug im rundenbasierenden Kampf? Und dann kann man den Zug auch immer suplexen. Und dann hebt der Charakter den Zug hoch und schmettert ihn auf den Boden. Das ist immer super. Das ist der vierte oder so? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, Züge gehören einfach zu Final Fantasy. Ich überlege gerade, in Final Fantasy 15 gibt es keinen. Doch, auch da gibt es einen Zug. Ja, auch wenn erst spät im Spiel. Kein Final Fantasy ohne Zug, habe ich die Theorie. Weiß nicht, ob das stimmt. Cloud, wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Das ist 6? Warum? Ich dachte, 6 war schon 3D. Dann verwechsel ich das, aber ist egal, ja genau. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Na, bin gleich wieder zurück. Danke. Oh, da liegt Loot. Da liegt Loot. Sagen Sie, erst müssen wir reden. Ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen. Die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still! So, so.
Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Willst du, dass wir auflegen? Heilen. Ja, aber das Missionsziel ist halt da vorne, Barrett. Oh, hallo. Nicht beleidigt sein. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. In den Büros in Sektor 4 ist das Chaos besonders groß. Lassen Sie mich bitte allein. Lassen Sie mich bitte allein. Lassen Sie mich bitte allein. Na gut, okay. Wenn das dreimal sagt, dann stimmt's wahrscheinlich. Was ist mit Tifa? Lass sie nicht hängen, okay? Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Okay, gehen wir zu Tifa. Ich habe nichts gehört und will auch gar nichts hören. Okay. Ich auch nicht, schätze ich. Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Oh, wieso das? Was soll das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Verfolgung von dem ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Ich hab's mir gerade angeguckt. Ich dachte immer... Also bis gerade eben dachte ich, dass der achte Teil der sechste Teil ist und der neunte der achte. Ich habe die Reihenfolge komplett falsch im Kopf gehabt. Habe ich schon wieder erwecken. Materia, kein Problem. Der Helix-Turm, okay. Wenn wir jetzt unser Moped hätten. Warum haben wir nicht gleich das Moped genommen eigentlich? Warum überhaupt Zug fahren? Tifa, bereit? Na klar. Der Feind ist geschwächt.
Ja, genau, mit der Nummerierung von den japanischen Teilen, die anders ist als im Westen, wird das alles noch verwirrender. Das stimmt. Wie wär's mit... Ah, ich hab Aero. Ist das was anderes als Luft? Weil dann habe ich kein Luft. Könnte ich mich erholen und so. Und laufen wir einfach. Los geht's. Hey, Fall Crusader. Danke fürs Abonnieren und herzlich willkommen beim Stream. Vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprungen bist. Kein Problem. Du hast ja keine schwere Last. Aero ist Luft. Na dann. Hätte sein können, dass das verschiedene Sachen sind. Man weiß es ja immer nicht bei solchen Spielen. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir! Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der Dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt! Gewährt den Dreien ein Wiedersehen. Sir! Zu Befehl! Hey, Tratschtante und Co. Hallo, willkommen. Hey, Volk Crusader, danke schön fürs Glas auffüllen, für die Bits. Hooray! Hallo, Kulti Schulzi. So, wo waren wir stehen geblieben? Laufen, wie immer. Komm, fahren hier noch Züge? Ich wollte gerade sagen, das ist gefährlich. Da sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Erbitte Verstärkung! Das entspricht nicht den Sicherheitsbestimmungen hier wahrscheinlich. Volle Kraft! Ach verdammt, ich muss mehr scannen. Ich vergesse immer zu scannen. So kriege ich nie die höhere Scan-Stufe. Analyse meine ich. So. Stufe 14 schon? Wann ist das eigentlich passiert? Sollen wir hier eigentlich mal immer hochgucken, ob es hier was zu plündern gibt oder so? Sieht irgendwie nicht so aus. Aber hier kann man in Deckung gehen, wenn Züge kommen vielleicht. Kommen hier Züge? Ich habe Angst jetzt. Dadurch, dass hier ein Zug durchgefahren ist, habe ich wirklich Angst, dass hier ständig Züge kommen könnten. Bleiben wir lieber hier auf dem Mittelstreifen tiefer. Sind doch da. Schnell, da drüben. Ach ja, stimmt. Sprinten kann man auch, ne? Tiefer, du hast recht. Oh, wir auch. Hä? Ach so. Wir haben die drei Verdächtigen lokalisiert. Allesamt festnehmen! Bring es hinter uns. Hey, aber was ich noch nicht ganz gecheckt habe, sehe ich eigentlich, welchen Gegner ich schon analysiert habe und welchen noch nicht? Irgendwie. Weil leider irgendwie nicht, oder? Ich wüsste gerade zumindest nicht wie. Muss ich mal genau drauf achten. Oder haben die dann so einen kleinen grauen Punkt hinter dem Namen? Ist das das Zeichen dafür? Muss ich mal gucken, ob das so ist, sein könnte. Ob wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text.
Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Okay. Hat Cloud Schuhbänder? Ich habe noch nie drauf geachtet. Aber jetzt werde ich es machen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Hallo, ich habe Nullwinds. Mir geht's gut. Ganz unbesorgt. Genau. Ich hoffe, dir auch. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Deine Mutter ist so fett, die ist größer als unsere Verluste. Anstellen lassen? Bam! Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt. Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen.